Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Auf der Jagd mit Karl. Ja, sehr lange nichts mehr gehört voneinander, ne? Das hatte aber diesmal keine ich war zu faul Probleme. Diesmal nicht. Nein, das kläre ich jetzt sofort. Und zwar, Anfang Dezember hat mein Internet versagt und dann hatte ich eine so grässliche Leitung, dass ich für ein Video hochladen ungefähr, ja, schätzungsweise 24 Stunden gebraucht hätte, um es hochzuladen. Weil, keine Ahnung, ja, denn eine extreme Dämpfung war. Ja, der Internetanbieter konnte mir auch nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, ah, es wird nicht besser. Dachte mir, super. Na toll, was machst du jetzt? Überlegt, überlegt, überlegt. Da ist mir eingefallen, ach ja, die wollten ja hier an meinem Anschluss umbauen, also meiner Stadt. So, dann dachte ich mir, oh ja, vielleicht sind sie schon fertig. So, und dann habe ich herausgefunden, dass VDSL verfügbar ist jetzt für meinen Wohnsitz. So, dann gleich erstmal angefragt und so weiter und so fort. Im Endeffekt haben sie gesagt, ja, ist verfügbar. Wenn sie wollen, dann machen wir das schnell fertig und in 14 Tagen ist alles angeschlossen und bereit. So, erst nach Neujahr habe ich mich dann entschlossen zu sagen, ja, ich lasse es jetzt umstellen. War natürlich da. War nicht da. Entschuldigung. Hab natürlich dann angefragt, ja, machen Sie mal, stellen Sie mal um. Ist alles in Ordnung, ja. Einzelheiten noch geklärt. So, ja, in 14 Tagen funktioniert alles. So, 4 Wochen später habe ich endlich den Termin bekommen. Und jetzt, am jetzigen vorherigen Donnerstag, haben Sie es endlich geschafft, die Leitung umzustellen. Und schau mal einen an, da kommt wirklich 50.000. Also die 50.000 Leitung kommt wirklich vollkommen an. Und jetzt lade ich im, ja, nicht mal mehr Stundentakt hoch. Das ist super geil. Deswegen habe ich jetzt auch die restlichen Videos, die ich bisher gemacht habe, schon noch hochgeladen von Wilson 3. Und jetzt kann ich auch endlich wieder aufnehmen, weil sonst hätte ich meinen ganzen Computer mit Aufnahmen zugemüllt, die ich sowieso nicht hätte hochladen können. Ein bisschen schade schon, dass wir die Jagdsaison 2014 nicht vernünftig abschließen konnten. Aber ja, jetzt ist eine neue Jagdsaison. Saison 2015. Und ja, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Heute sind wir in Hemmeldal auf Rentierjagd. Eine Spezies, die ich noch nicht gezeigt hatte. Und die ich auch noch nicht bejagt habe. Ja, warum auch immer. Ist ja auch egal. Ich wollte das erstmal unbedingt mit euch haben. Ihr werdet euch immer an den erinnern, mit dem ihr das erste Mal Rentierjagen wart. Glaubt mir. So. Gut, zur Ausrüstung, da habe ich was ganz Neues. Und zwar, das kann ich so zeigen. Ihr seht da schon ein paar Pflanzenstücke. Ich zeige mal von außen. Und zwar habe ich mir was Neues gegönnt, und zwar den Ghillie Suit. Sieht jetzt zwar ein bisschen blöd verpixelt auf, weil ich nicht auf HD aufnehme, also keinen 1920x1080, weil da spinnt mein Computer dann rum wegen leistungstechnisch her. Da muss ich auch nochmal was machen. Und ja, wer ihr sieht, das ist für Sommerregion ideal. Super Sichttarnung. Habe ich schon ausprobiert. Alles auf Waldebohr. Und nun, ich wollte einfach nur mal zeigen. So sieht er aus, ist ganz schick, aber macht zusätzliche Geräusche bei der Bewegung. So, aber für diese Jagd, da wir in einer Winterregion sind, lohnt sich das eher nicht. Deswegen ziehe ich mal wieder meine alte Standard-Jagdkleidung an. Bone and Crockett, finde ich. Crockett, ja. Die ist eigentlich überall sehr effektiv und deswegen nehme ich die auch. Na, Schuhe. So. Spiegel wieder aufnehmen. So, jetzt sehen wir natürlich wieder so wie immer aus. Ganz normal. So, was habe ich dabei? Ich habe dieses Gewehr, dessen Namen mir entfallen ist, dabei. Dieses, genau, 6,5x55 Blazer R8 Repetierbüchse. Finde ich vom Nachlademechanismus her sehr geil. Und die 12GA Querflinte. Bei der 12GA habe ich einmal Rehpost und einmal Flintenlaufkugeln. Und zwar Rehposten, weil hier laufen auch Rotfüchse rum, dass wir mal einen, ja, so ausschalten können. Weil mit der Repetierbüchse brauchen wir es gar nicht probieren. Das ist nicht weitgerecht, nicht gut und so weiter und so fort. So.
Ja, wir haben auch ein für Rentiere ein neues Lockmittel, und zwar Rentierrasseln. Ja, frag mich, wie das funktioniert. Ich probiere mal. Das soll irgendwie den ja, das Zusammenstoßen von Rentierhörnern auf Rentierhörnern widerspiegeln, und es lockt nur männliche Tiere an. Ganz wichtig. So, so viel zum Standardmäßigen. Ich lade erstmal alles durch. So, und jetzt noch hier. Sehr schön. Gut, unsere Route. Wir starten hier oben. Ich vergesse immer die Namen von den Lodges. Aber ist ja auch. Ist ja auch ja eigentlich vollkommen Schnuppe. Das ist egal. Also, Routenplan sieht folgendermaßen aus: Wir werden zuerst dort entlang wandern. So, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, entweder hier oder direkt hier runter. So, na dann einfach zur Lodge wandern. Guck mal hier, jetzt kann ich noch ein Pfeilchen machen, wie das also geplant war. Ja, meine Malkünste lassen ziemlich zu wünschen übrig. Auf jeden Fall. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Also gut, ich mache mich auf den Weg, und ihr kennt ja das alte Prozedere aus dem letzten Jahr noch. Immer wenn ich irgendwas finde, hole ich euch wieder ran, und dann können wir gemeinsam dieses unglaubliche Jagderlebnis miteinander erleben. Ach, ich vergesse, es ist eine weitere neue Tierspezies dazu gekommen, und zwar das europäische Kaninchen. Zu finden auf Val d'Or. Auf Val d'Or, ja. Und da gibt es auch ein ziemlich neues und interessantes Bautensystem. Das heißt, die Kaninchen bauen sozusagen. Ups, wie kann ich nochmal? Danke. Ups, das war falsch. Schon. Die Kaninchen bauen sozusagen. Wieso habe ich die Enten eigentlich bei? Wo sind die Enten? Also mal ehrlich, ich habe keine Enten bei. Okay, egal. Wo war ich? Ja, und die Kaninchen haben jetzt Bauten, und da flüchten sie halt in rein, wenn sie attackiert werden. Na, wo ist er? Wo ist er? Ja. Da flüchten die halt dann hinein. Auch sehr interessant, habe ich noch nicht beobachten können, weil ich noch keins gefunden hatte. Aber das kann sich ja ziemlich schnell ändern. Na, das ist aber nicht ideal. Ach so, siehst du, wir müssten noch umladen. So, und dann können wir schon auf den Fuchs warten. Ich weiß, ich schieße immer alles Mögliche, was denn so auf dem Weg noch hin und her kommt, aber ja, damit müsst ihr halt leben. Das geht nicht anders. So, dann warten wir mal drauf, dass er vorkommt. Dürfte theoretisch nicht wirklich weit entfernt sein. Gut, Laufgeräusche höre ich noch keine. Ich bin mal gespannt, wenn wir ihn zu sehen bekommen. Ist jetzt auch ein bisschen blöd. Ich habe keine wirklich schöne erhöhte Position. Möglicherweise haben wir ihn schon mit dem Nachladen und dem ganzen hin und her und auf den Abgehopse schon verschreckt. Aber ich glaube, wir haben noch gute Chancen. Ich rufe nochmal. Na gut, der müsste irgendwo von da gekommen.
Kann allerdings wirklich schon sein, dass er uns schon gesehen hat oder gewittert hat und dann schon gleich die Flucht ergriffen haben sollte. Aber mit ein bisschen Glück können wir ihn noch antreffen. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Boah, der Charakter, fällt mir auch gerade auf, wackelt extrem mit dem Gewehr rum. Aber ganz schön. Soll jetzt ein paar Painkillers nehmen. Oh, das war an alle, die DayZ kennen. Painkillers, Schmerzmittel. Ja, ich denke, den nehmen wir nicht so schnell. Jerry ist abgehauen. Schade eigentlich, naja. Gut. Naja. Ist dir auch egal. Gut, kein Rotfuchs für uns heute. Vorerst nicht. Naja, den schnappen wir uns auf jeden Fall schon noch. Na gut, Leute. Wie gesagt, das alte Prozedere. Ich schalte euch wieder dazu, wenn ich was Interessantes gefunden habe, außer Wald und Berge. Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Wow, Leute, das ging schneller als erwartet. Und zwar habe ich einen Rentierruf vernommen. Was geil ist. Geht schon gut los. Wo ist mein? Nein. Ja, schön, ne? Können wir sie von hier aus sehen? Nö. Mist. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe nämlich meinen Lockrufer vergessen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe sie gefunden, die ersten Rentiere. Und ich habe jetzt auch den Caller dabei. Caller vergessen, das geht ja gar nicht. Es ist schon das erste Rentier und ich glaube, es hat unseren Ruf vernommen. Sehr schön. Geht gut los, die Jagd. Ja, perfekt. Noch eine super Liegeposition. Da waren mehrere, das weiß ich. Deswegen müssen wir aufpassen, nicht, dass wir von denen überrannt werden. Ich kann auch nicht einschätzen, ob das eher große sind oder kleine. Oh, das Rehwelt. Ja, da war es gerade. Ja, da seht ihr es wieder. Sieht aus wie ein Männchen. Geht jedenfalls so aufrecht. Ich denke mal, es ist eins. Na, nee, du sollst nicht herkommen. So, dann schauen wir doch mal, was. Ja, du kannst mich mal. So, gucken wir mal, was das für ein. Ja, das ist männlich, das wissen wir ja auf jeden Fall schon. Es lässt sich von unserem Caller anlocken. Und es hat ein mega fettes Geweih. Und es bleibt perfekt hinter dem Ollenbaum stehen. Ich rassel nochmal. Ja, die Rassel finde ich echt cool. Na, was los? Ne? Guck mal, können wir mal gucken. Du weißt gar nicht, dass ich hier bin. Slot 3 ist leer, das weiß ich mir schon bewusst. Na, gucken wir mal. Ah, jetzt steht es auf offenem Feld. Oh, schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. So auf den ersten Blick.
schlecht mehr. Oh, Mission Vorspannen. Sichten Sie ein Rentierbullen. Ah, Bulle. Rentierbullen sind das, ja. Gut. Ich denke mal, dann nehme ich hier mal die hier. Die 12GA habe ich mitgenommen für ja, größere Tiere. So, wenn er jetzt stehen bleibt, denn dann zeige ich es ihm. War das Spaß. Wir wollen ja es möglichst weitgerecht machen und ich wette, ja, er bleibt stehen. Gut. Das war übrigens der Ruf, das hat sich sehr eigenartig angehört für mich, finde ich jetzt persönlich. Ziemlich ungewohnt. Ich musste immer an so ein Raubtier denken, so ein Löwe. Also das ist nur meine eigene Einschätzung und er macht das sehr gut, der Olle. Ja, genau so will ich dich haben. So, jetzt einen perfekten Schuss. Ah, der macht es nicht lange, der macht es nicht lange, der macht es nicht lange. Der macht es doch länger als gedacht. Nein, 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 nein. Ah, super, Gut, so war das auf jeden Fall nicht geplant. Drei Schüsse, alle ziemlich schlecht. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Egal. Wir kriegen ihn so oder so, denke ich mal. Man hat ja gesehen, er hat schon Haupt gesenkt und man hat schon gesehen, dass er getroffen wurde. Und ich denke mal, diese 6,5x55 Patronen, die sollten eigentlich reichen, um den niederzustrecken. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie viel so ein Rentier aushält. Und ich weiß auch nicht, wie groß die eigentlich sind. Eigentlich wollte ich Rentierjagd zu Weihnachten machen, aber durch mein kleines Problem, naja, wisst ihr ja, was passiert. Und ihr seht auch, ich habe auf Gelb umgestellt, was ich glaube eine Scheiße, eine blöde, wie soll ich sagen, blöd war. Weil, ja, ihr seht ja. Hallo, ziehend. Ja, toll. So, schön langsam hinterher. Wir müssen ja nichts überanwirbeln. Flüchtend. Na, der Typ weiß nicht mal, was getroffen wurde. Ist ja super. Gut. Immer noch flüchtend in diese Richtung. Ja, du mich auch. So, da ist die nächste Spur. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. Wir wissen, dass er ungefähr in die Richtung ist. Aber der ist auch ganz schön hin und her gesprungen. Schlecht eigentlich. Ah, ich bin mal gespannt, wie weit er kommt. Ziehend. War klar. War klar. Das ist die richtige Spur. Ich werde mal kurz umstellen. Option. Tut mir leid, das muss jetzt sein. Gelb ist nicht meine Farbe, muss ich echt sagen. Und nehmen wir mal blau. Ja, ich möchte speichern. Haha. Besser. Auch nicht wirklich. Eisene Farben, die nicht so schlagkräftig sind, finde ich. Rot ist da schon ziemlich herausstechend, vor allem mit dem grünen Dickicht und so weiter. Das ist so eine Kontrastfarbe. Das ist ziehend, das können wir vergessen, aber hier denke ich mal. Flüchtend in diese Richtung. Hey, ich habe aber auch Scheiße geschossen. So, das wird wahrscheinlich ziehen sein. Nicht flüchtend, flüchtend, sehr gut. Denn da oben oder da? Sowas braucht Zeit, Leute. Ganz viel Zeit. Wir werden nichts überstürzen bei der Jagd. Macht man ja auch normalerweise auch nicht. Sieht ja auch schlecht aus. So, dann haben wir da eine Spur. Auch Blut, ja.
Ja, jetzt wird's lustig, und zwar im Wald liegt er da. Nee, liegt nicht da. Das ist was anderes. Das war wahrscheinlich das Reh. So, und da ist die nächste Spur. Also, mal gucken, ob es die richtige ist. Flüchtend, hervorragend. Eieieiei. Ah, ziemlich blöde Region dafür eigentlich. Ich habe wahrscheinlich den ersten Schuss zu weit nach unten gesetzt. Nicht nur wahrscheinlich, ich habe das auf jeden Fall zu weit nach unten gesetzt. Und jetzt haben wir die. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das böse Wort mit K, also AA. Ja, sag nicht, da leben noch. Ne, der sieht so ziemlich am Ende aus. Ist ja auch irgendwie verständlich. Das ist drei Schüsse. Wenn ich denke mal, zwei davon habe ich auf jeden Fall getroffen. Den ersten und den letzten, glaube ich. Der zweite bin ich mir nicht so sicher. Der war ziemlich weit unten. Was haben wir da? Steine. Ja, ich gucke auch gleich, ob nicht irgendwo was anderes noch hier herumlungert. Wir können auch gleich mal auf den Hochstand gehen, aber ich denke mal nicht, dass der uns sehr viel bringen wird. Gut. Rentier Numero Uno. Schön. So, um sicher zu gehen, nicht, dass es gleich abhaut, denn. Naja, das sieht ziemlich hinüber aus. Oh ja, Rentiere sind auch ziemlich groß. Schönes Geweih, würde ich sagen. Aber gucken wir mal, was es hat. Rentier, ja. Trophäenwert 0, ist klar. 400. Oh, ziemlich heftig. Ja, zwei haben getroffen. Ja, der erste und der letzte wahrscheinlich. Aber weiß nur Körper, ziemlich schlechte Treffer, muss ich echt sagen. Trotzdem haben wir einen Trophy-Shot. Errungenschaft freigeschalten. Ein Rentier. Nein, ich wollte nicht dich haben. Ich wollte das liebe kleine Rentierchen haben. Ne? Packen wir mal am Geweih. Nein, 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 nein. Ja, ist schon mal schön. Nein, ich wollte. Jetzt wollte ich dich sagen. Schauen wir doch mal. 2-1. Nein, das sieht doch sehr vertrauenserweckend aus. Ja, guck mal. Guckt schön in die Kamera. Gut, so, das nächste Rentier versuchen wir mal nicht ganz so lange verwundet zu lassen. War schon schlecht. Ich habe nicht einen Schuss irgendwie was Inneres getroffen. Ganz schlecht von mir. Ganz schlecht. Herz habe ich eigentlich spekuliert beim ersten Schuss, aber als ich dann gesehen habe, ist weggerannt, dachte ich mir, ach Mist, zu weit unten. Nun gut, kann passieren, passiert dem Besten. Ich bin nicht der Beste, aber ich bin auch nicht der Schlechteste, finde ich. Ah ja. Oh, was haben wir denn da? Seht ihr, ich war ganz leise und eine Elchkuh. Gut. Noch ein Rentier. Da ganz hinten im Dickicht, falls ihr es sehen könnt. Ich sehe nicht, ob es ein Männchen ist oder ein Weib. Oh, Männchen, Männchen, Männchen. Aber der ist noch ziemlich klein. Zu klein möchte ich halt auch nicht haben. Das ist nämlich ein bisschen blöd.
Ja, ich habe außerdem auch wieder aus dem Auge verloren. Ja, es ist zu weit weg. Hier müsste irgendwo gewesen sein. Aber gut, der interessiert mich nicht wirklich so. Ich schau mal. Was? Ehrlich, ja, du kannst mich auch mal. So, wir gucken doch einmal. Wir versuchen uns das hier hochzusetzen, damit wir hier auf die kleine Ebene gucken können. Ist ganz schön hier. Und dann, ja, schauen wir mal. Gut, ich schalte euch gleich wieder zu, wenn es was Interessantes gibt. So wie das da. Mann, hier ist hier was los. Was haben wir denn da? Das ist ein Rentier auf jeden Fall. Ein weibliches. Können wir auch mal gucken. Ach, die haben auch Hörner, aber sind ziemlich, ja, klein die Hörner. Das Geweihhörner, sag ich schon. Ist auch, denke ich mal, ganz interessant zu sehen, die Verhaltensweise, wie sie sich verhalten. Ich sehe schon, der voll. Der. Jagd, hier kommen wir ja nicht weit vom Platz weg. Was war das? Nix. Gut. Hey, steht immer noch rum. Ja, verzieh dich bloß. Ich würde noch gern noch näher ran an das weibliche Rentier. Weil mir ist auch aufgefallen bei der Jagd. Schön, wir sehen es, wir sichten es und dann kommt der Schuss. Und das finde ich so teilweise ein bisschen, ja, so 0815 Arcade-Shooter, Junge. Einfach vor die Flinte rennt, wird abgeknallt. Aber mal darauf zu achten, wie die Entwickler es geschafft haben, die Tiere umzusetzen, weil bei manchen Tierarten ist mir extrem aufgefallen, wie toll inszeniert und sowas die alle sind. Tolle, glaubwürdige Abläufe von Bewegungen und sowas, alles wundervoll. Und sowas wird halt nicht oft geachtet. Da ist es. Steht ein bisschen blöd. Ach, das gibt's doch nicht. War da was? Hey, wo kommst du denn her? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Gut, das war's. Ich glaube, wir haben alles verschreckt, was es hier so zu verschrecken gibt. Und damit begebe ich mich wieder auf den Weg und unterbreche die Aufnahme. Obwohl. Obwohl. Das ist noch. Friss ruhig. Ist ja auch interessant zu sehen, wie man hier, wie hier diese Fellfarben, ja, wie die eine Fellfarbe in die andere übergeht. Also, schöne Tiere, sehr schöne Tiere. Und deswegen lassen wir dieses Mal auch am Leben. Und jetzt wird es aber wirklich mal Zeit. Nein, ich würde es am Leben lassen. Es wird wirklich Zeit mal, dass wir hier mal ein bisschen weitergehen und ein bisschen mehr die Gegend uns angucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt auch noch nicht viel von Hemmel da gesehen. Die eine Bärenjagd da und die eine Elchjagd so mal quer rüber. Aber so ganz explizit ein paar schöne Stellen auf Hemmel da habt ihr nicht gesehen. Und das müssen wir unbedingt ändern. Bin ich der Meinung. Ja, übrigens dasselbe Schema wie immer. Verbesserungsvorschläge und so weiter. Was ich jagen soll, Vorschläge. Welche Waffen ich mal benutzen soll, Vorschläge.
und so weiter und so fort und was ihr am liebsten mal sehen wollen würdet. Einfach in die Kommentare schreiben, was, wie, wo, denn ist gut. Ja? Bitte nicht vergessen, ich finde es immer toll, wenn ich Kommentare kriege. Und auch so eine Rückmeldung, ah ja, das hast du gut gemacht, das war eher schlecht, um mich sozusagen zu verbessern von Aufnahme zu Aufnahme. Es sei denn, ihr findet meinen Let's Play-Stil so genial, dass ihr sagt, na, das ist perfekto, da brauchst du nichts mehr verändern und jetzt sind wir im Schneegestöber. Gut. Denn hole ich euch wieder dazu, wenn ich was gefunden habe, jetzt aber mal wirklich. Dann sage ich bis gleich.